Okay, ach so, er wird jetzt, sein Ding wird jetzt, ach so, okay, verstehe. Jetzt. Ach, soll nicht nerven, darum diese scheiß Gedankenkacke da. So, und jetzt haben wir diese Karte. Laut Emme druckt dieses Ding Gedankenkarten. Ja, haben wir die Karte jetzt oder haben wir die Karte nicht? So, wir haben jetzt diese. Das Ding liest also Emmets Gedankenkarten. Drücken wir noch mal hier. Und was machen wir jetzt? Können wir Was es macht die einfach. Bakterienkultur? Geht so, die Bakterien sind etwas außer Kontrolle geraten. Ich musste den Stickstoffschlauch mit einer Klemme verschließen, damit das Labor nicht vom Gestank überflutet wird. So, mal gucken, was sagt jetzt der Hinweis hier. Wenn Emmett seine Gedankenkarte von sich selbst erstellt hat, zeigt diese vielleicht, dass er nicht der Musterbürger ist, der er zu sein scheint. Frag Emmett, ob er seine Gedankenkarte von sich selbst hat. Gut, geredet haben wir noch nicht wirklich mit ihm, außer die Sachen jetzt mal hier auszuprobieren. Emmett, hast du eine Sekunde? Klar, ich habe sogar mehrere. Hey, wieso wurde mein Gedankentest aktiviert? Das ist Edna. Ist was? Das ist Edna. Ist das was Ernstes? Ist das alles Teil deiner Präsentation auf der Expo? Das hast du in nur 2 Monaten erfunden. Warum die neuen Klamotten? Was ist mit den neuen Klamotten? Gefallen sie dir? Du siehst aus wie Colonel Sanders. Wer? Ah, unwichtig. Edna hat sie mir gegeben. Sie sagt, meine übliche Kleidung hätte zu wenig Pfiff für eine Expo. Okay. Okay. Warum? Achso, wenn man da unten. Wie läuft's mit deinem Vater? Wie läuft es denn mit dir und deinem Vater? Mich wundert, dass er dein Labor noch nicht abgerissen hat. Er ist immer noch sauer und droht, mich aus seinem Testament zu streichen. Doch ich hoffe, das gemeinnützige Potenzial meines mentalen Affinitätsmessers überzeugt ihn. Okay, das glaube ich zwar eher weniger, aber. Wie wäre es, wenn wir ein paar Stunden Pause machen und uns einen Film ansehen? Ein paar Stunden? Eigentlich sind es wohl eher so 70 Minuten. Ich habe keine paar Stunden Zeit. Ich muss noch diese Gedankenkarten sortieren. Und die Verkabelung des MAM bereitet mir auch Sorgen und. Schon klar, du hast zu tun. Sag mal, du und Edna, ist das etwa was Ernstes? Nun, wir zwei lachen auch schon mal über einen Witz, aber insgesamt nehmen wir das Leben ernst. Wieso fragst du eigentlich, Marty? Nein, Weil nein, ich nein, neugierig bin. ich meine, wie ernst ist eure Beziehung? Oh, nun, als Wissenschaftler kann ich das nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber vorläufig nehme ich an, dass ich bis über beide Ohren verliebt bin. Wirklich? In Edna? Was soll ich sagen? Sie ist meine Muse. In den Wochen, seit wir uns treffen, hat sie mich auf so viele wunderbare Ideen gebracht. Ist das Teil der Präsentation auf der Expo? Sag mal, zeigst du diesen ganzen neuen Kram bei der Expo? Ja, das ist unser mentaler Affinitätsmesser. Mentaler Affinitätsmesser? Was mit dem Raketenauto? Ich dachte, du arbeitest an irgendeinem Raketenauto. Das Raketenantriebssystem war nicht zu realisieren, wie er der Vorfall mit Einstein zeigte. Ach ja, was ist eigentlich mit Einstein? Ich wünschte, ich wüsste es. Bevor Edna und ich uns näher kamen, hatte ich an einer alternativen Antriebsmethode gebastelt. Unsere Gespräche über die Möglichkeit, moderne Technologien bei gesellschaftlichem Fehlverhalten einzusetzen, hat meine Forschungen in eine völlig neue Richtung gelenkt. Ja, Was ist ein Affenauto. mentaler Affinitätsmesser? Das weißt du nicht. Das ist die größte Erfindung seit der Egrenier-Maschine. Und was macht er? Er liest und wertet die geheimsten Wünsche des menschlichen Geistes aus. Warum willst du die Gedanken der Leute lesen? Nun, stell dir mal vor, Erkrankungen des Gehirns per Knopfdruck zu diagnostizieren oder herauszufinden, ob ein Zeuge im Gerichtssaal die Wahrheit sagt, indem man ihn an ein kleines Gerät anschließt. Das kann deine Maschine? Noch nicht. Im Augenblick ist es nur ein verbessertes Potentiometer. Aber mit den Jahren der Forschung und einer Menge Investoren wird der MAM in der Lage sein, unzählige Psychosen und Neurosen zu erkennen. Alkoholismus, Höhenangst, Ödipuskomplexe. Und? Ja, und damit ist das alles heilbar. Natürlich.
Okay, ja. Egal. Das hast du nur in 2 Monaten Und das hast erfunden. du alles in 2 Monaten erfunden? Tja, wie ich schon sagte, da ist wirklich nicht viel Erfundenes dabei. Ich habe nur einen 5-Dollar-Potentiometer mit allen Schikanen ausgestattet. Aber. Versteh mich nicht falsch, es ist außergewöhnlich gut darin zu bestimmen, ob ein Subjekt etwas Erlebtes mag oder nicht. Aber die ganze Kategorisierung in Kriminelle und Musterbürger ist zu diesem Zeitpunkt eigentlich nichts als Blödsinn. Alles klar. Bist du sicher, dass Edna die richtige Frau für dich ist? Was meinst du? Naja. Ja, Kontrollfreak stimmt es ganz toll. Ist dir nicht ein kleines bisschen Ganz gut. beherrschend? Beherrschend? Edna? Nein, 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 nein. Sie gibt mir nur die nötige Führung. Bevor ich sie traf, war ich ein totaler Wirrkopf. Ich ließ mich von jeder Idee, die mir in den Kopf kam, ablenken. Aber jetzt, dank Edna, kann ich mich auf die nötigen Aufgaben konzentrieren. Wie ein kurzwelliger Strom stimulierender Photonenstrahlung. Konzentration! Sie gibt ihm die totale Führung. Ich habe jetzt einfach schweinisch gedacht, wie die totale Füllung. sie ist total gefühlskalt, sie ist gefährlich. Ja, Ich gefährlich. weiß nicht. Ich denke nur, dass Edna ein bisschen gefährlich sein könnte. Das sehe ich auch so. Wirklich? Wie alle unabhängigen Frauen ist sie eine Gefahr für den patriarchalischen Status quo. Das liebe ich so an ihr. Sie bringt Dinge in Bewegung. Oh Wenn du mein. wüsstest. Oh ja. Ist dir nicht ein kleines bisschen kühl? Lass dich nicht von ihrem Äußeren täuschen, Junge. Oh Edna hat mein. genug Feuer, um 1 Liter Wasser in Sekunden zum Kochen zu bringen. Wenn du verstehst, was ich meine. Das ist gar nicht nötig. Der ist irgendwie total neben der Spur, der Kerl. Sie ist ein Kontrollfreak. Hatten wir schon. Schon Ich gut. denke nur, dass du vorsichtig sein solltest. Danke, aber mach dir um mich keine Sorgen. Genau deswegen mache ich mir erst recht Gedanken. Ich denke einfach, dass Edna nicht die richtige für dich ist. Oh, und für wen ist sie die richtige? Für dich? Für mich? Nein. Ganz ruhig, das war doch nur ein Witz. Okay, dann haben wir jetzt Du siehst alles beschäftigt durch. aus. Wir können ja später reden. Ja, sicher. Okay, mal gucken, was uns jetzt dieser Scheißhinweis sagt hier. Frag Emmett, ob er eine Gedankenkarte von sich selbst hat. Habe ich das nicht gemacht? Okay, gut, machen wir den Scheiß Emmett? nochmal. Ja? Selbst. Hast du eine Gedankenkarte von dir angefertigt? Natürlich, sie selbst. Edna hat recht. Du bist wirklich ein Musterbürger. Zumindest, wenn man meiner Erfindung glaubt. Unter uns gesagt, dieses ganze Unternehmen ist meiner Meinung nach Hokuspokus. Keine echte, ernsthafte Wissenschaft. Ja, gut. Geh wieder an die Arbeit. Wir sprechen uns später. Danke. Ja. Wenn ich Emmets Gedankenkarte nehme, sollte ich sie besser mit einer anderen austauschen. Warum machst du das dann nicht? Du solltest versuchen, Emmet Reaktionen zu entlocken, die dem Gegenteil von dem entsprechen und das, was nicht. Wo liest du denn das Virus? Wo, du Volldeppte, sprechen? Was man von einem gesetzestreuen Bürger erwartet. Benutze Emmets Eintopf, die Algenkuchen, den Plattenspieler, die Bakterienkultur und die Jakobsleiter, um Emmets positive und negative Reaktionen zu entlocken. Manchmal musst du 2 Reaktionen auslösen, damit Emmett von einem Extrem ins andere wechselt. Was zum Geier? Das ist ja eine Mammutaufgabe, was wir hier machen sollen. Aber geht's noch? Oha, okay. So, warte mal. Jetzt machen wir erstmal dieses hier und das da. Keine Ahnung, was das bewirkt. Dann mach es doch einfach. Keine Ahnung, was das bewirkt. Oh, du bist so ein blöder Drecksack, ey. Ein Topf. Die Algenkuchen, den Plattenspieler. Plattenspieler. Keine Ahnung, was das bewirkt. Gehen wir hier. Achso, gehen wir. Hey, Emmett.
kleiner Imbiss? Allerdings, was hast du denn? Das ist so eine Art Algenkuchen. Er soll nahrhaft sein. Oh, davon habe ich schon gehört. Na, hoffentlich ist das gesund. Das hat auch grüne Zähne. Ging auch schnell. So, Plattenspieler. I don't care von Trixie Trotter? Edna mag diese Art von Musik nicht wirklich. Aber ich finde sie sehr beruhigend. Oh. Okay, Plattenspieler haben wir. Die Kuchen haben wir benutzt. So, was sollten wir noch machen? So, Plattenspieler, Bakterienkultur und die Jakobs. Und den Jakobsleiter, was auch immer das ist. Generator. Moment, warte mal. Knopfwechsel des Dias. Materiell Antifilter. Aquarium. So. Der guckt nicht. Hallo, ihr stinkenden kleinen Bakterien. Ja, und? Ventil. Wir sollen ihn also in seinem Labor ein bisschen auf. Was ist zum Bitte ein Jakobsleiter, um Emmets positive und negative Reaktionen zu entlocken? Oh Mann, ey. Gedankendrucker, Affinitäts. Ich sag mal Affenleiter. Laut Emmett druckt dieses Ding Gedankenkarten. Ja, gut, schön. Soweit wissen wir. Eintopf. So. Oh, das riecht gut. Okay, das haben wir grün. Was machen wir jetzt? Achso, drück nicht Ausgang. Da, Schalter, Mann. Nein. So, dann versuchen wir jetzt nochmal. Oh! Plattenspieler. Ah, so muss das klingen. Machen wir das nochmal. Vorsicht! Der Duft darf sich nicht verflüchtigen. Okay, scheint es dabei jetzt gut zu gehen. Oh, warte mal. Weiß, ob das jetzt gut ist hier. Au! Okay, es ist wieder grün. Okay, können wir jetzt hier Gedankendrucker machen oder was? Er druckt dieses Ding Gedankenkarten. Ja, dann drückt doch mal da drauf, damit wir da so eine Karte haben, damit das endlich weitergehen kann hier. I don't care. Benutze Emmets Eintopf, die habe ich schon. Die Alkohol habe ich auch schon. Plattenspieler habe ich auch schon. Bakterienkultur und die Jakobsleiter. Jakobsleiter, was ist das für ein. Um Emmets positive und negative Reaktion zu entlocken. Nee. Reinigungsdusche. Ventil. Oh Mann. Komplizierter geht's eh nicht mehr.
Staffel. Was ist das? Das ist das Plakat, das wir an unserem Stand auf der Expo anbringen. Der Wissenschaftler, der Kit Tennant schnappte? Eine kleine Übertreibung, aber Edna meint, das zieht Besucher an. Wie findest du das Bild? Es ist nicht so toll. Scheint, als kämpfst du mit einer Verstopfung. Was? Edna meint, ich würde ernst aussehen. Ja, ernsthaft fokussiert auf. Schon verstanden. Ich muss ein besseres Bild finden. Und glücklicherweise stehen einige zur Auswahl. Schwer. Extrem. Meine Mutter hatte aus der fotografischen Katalogisierung meines Lebens eine Obsession gemacht. Alles klar. Ja, das ist schon mal gut, dass wir jetzt irgendwie da so ein Buch das haben. Hey Emmett, ich habe eine Idee. Was? Warum bringe ich dein Fotoalbum nicht einfach zu Edna? Dann kann sie eins aussuchen. Großartige Idee. Sie hat einfach ein besseres Auge dafür. Ha, danke, Kumpel. Nicht der Rede wert. Überzeuge Edna davon, dass Emmett kein Musterbürger ist. Ach, was will ich denn da? Gucken, was jetzt hier nochmal ist. Du sollst versuchen, Emmett Reaktionen zu entlocken. Die den Gegenteil von dem, bla. Wiederholt. Positiv und negative Reaktionen zu entlocken und bla bla bla. Kartonkarte. Ich weiß nicht, was ich jetzt gerade machen soll. Das ist entweder so eine scheiß Karte. Wenn ich Emmets Gedankenkarte nehme, sollte ich sie besser mit einer anderen austauschen. Ja, wir haben auch keine andere. Ich weiß doch nicht, wofür wir das machen sollten. Ach, hier. Au! Gib mal noch ein. Au! Au! Er sagt uns nicht, dass wir aufhören sollen. Okay, wollen wir jetzt. Beweg dich. So, jetzt wollen wir hier diesen Bakterien. Hallo, ihr stinkenden kleinen Bakterien. So, jetzt Ventil drehen. So, drücken wir erstmal Knopf. Knopf zum Wechseln der Dias. Oh, das sind aber alles irgendwelche. Ich glaube, wir sollten die Musik mal ausstellen. Mich nervt das nämlich langsam auch, ey. Boah. Wacka, wacka. Na komm. Lass uns mal was machen hier. Plattenspieler. So, erstmal aus jetzt hier. Nein, 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 nicht ausschalten. Das ist meine Lieblingsstelle. Oh nein. Nicht anfassen. Nicht anfassen. Laut Emmett druckt dieses Ding Gedankenkarten. Das Ding liest also Emmets Gedankenkarten. Okay, jetzt. Plattenspieler jetzt vielleicht ausmachen können? Nicht anfassen! Okay, du willst. Kriegst jetzt mal einen dritten Arsch. Au! So, nee, die Suppe machen wir jetzt nicht. Was können wir noch machen? Machen wir mal. Was zum? Oh Mann. Oh, ich hör das bald mal auf. Ich krieg hier schon Ohrsausen, ey. Plattenspieler.
Nicht anfassen! Hey, das Bild kenne ich doch aus Ednas Wohnung in 1986. Es ist ein Kind und ein Verwandter Ednas, also ist es wohl eine positive Figur. Oh. Das riecht schon besser. Das, war das jetzt gut oder war das jetzt schlecht? Ich wollte eigentlich die Schalter betätigen. Nein, nicht Ausgang. Himmel, Herrgott, ey. Gedankenschalter. So, jetzt aber. Das Gejudel ist endlich zu Ende. Meine Fresse nochmal. Ach, nicht doch. Gucken, was da noch kommt. So, jetzt, ich hoffe, wir sind mal bald fertig hier, ey. Foto von John. Halt, den kenne ich doch. Das ist John Wilkes Booth, der Kerl, der Lincoln erschossen hat. Der dürfte eine negative Figur sein. Au. Okay, dann arbeiten wir uns jetzt mal wieder nach unten durch. So. Hallo, ihr stinkenden kleinen Bakterien. Okay, ach so, das Ventil. Ich vergesse das hier. Man muss das Ventil auch drücken hier. Bleibt weiter auf Rot, alles klar. Reinigungsdusche. Gucken, was dann kommt. Und nach 12 Stunden verwandelt sich dein Reiniger also in Batteriesäure? Batteriesäure macht dich nicht lächerlich. Es verwandelt sich bloß in ein Gebräu aus stoffzerstörenden Enzymen, die jegliches Gewebe auffressen. Batteriesäure? Also wirklich? Guck mal mit dem reden, vielleicht haben wir... Ja? Hey, wieso wurde mein Gedankentest aktiviert? Ich denke einfach, dass Edna nicht die richtige. Erzählen wir nochmal von den Gedankentests. Kannst du mir nochmal sagen, wie dieser mentale Affinitätsmesser funktioniert? Natürlich. Pass auf. Die Testperson setzt den Gehirnvermessungshelm auf, den ich mit diesem Knopf aktiviere. Kapiert. Die Person wird visuellen Reizen ausgesetzt, die negative und positive Reaktionen hervorrufen, die dann von einem Gedankenkartendrucker aufgezeichnet werden. Richtig. Vollständige Gedankenkarten werden in den mentalen Affinitätsmesser eingegeben und somit der geistige Zustand der Person beurteilt. Okay, jetzt habe ich's. Geh wieder an die Arbeit. Wir sprechen uns später. Danke. Vielleicht war das der Hinweis, den wir jetzt brauchten. Nochmal musst du 2 Reaktionen auslösen. Manchmal musst du 2 auslösen, damit Emmet von einem Extrem ins andere wechselt. Zu entlocken, die dem Gegenteil von dem entsprechen, was man von einem gesetzestreuen Bürger erwartet. Benutze Emmets Eintopf, die Algen... Achso, wir wollen also, um seine Reaktion herauszufinden, sollen wir jetzt diese Sachen testen. Man verlangt ja auch nichts Unmögliches von uns, ne? Aber das sind so komische Hinweise, ich weiß gar nicht, wie ich die gerade anwenden soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Den Plattenspieler, die Bakterienkultur und den Jakobsleiter. Was ist das denn, ey? Und um Emmets positive und negative Reaktion zu entlocken, ja, was mache ich dann? Manchmal musst du 2 Reaktionen auslösen, damit Emmet von einem Extrem ins andere wechselt. Ach, ey. Also, ich weiß nicht. Ich kehre. Okay, ja. Und hier oben steht halt drinne, überzeuge Edna davon, dass Emmet kein Musterbürger ist. Ausgang. Ich gehe erstmal raus hier. Was? Ich habe nur über die Zukunft nachgedacht. Das Gerede über Ednas Großvater hat mich etwas erkennen lassen. Bitte lass es etwas mit Blitzen zu tun haben. Das Leben kann kurz sein, manchmal gnadenlos kurz. Also, warum soll man sein Glück nicht genießen, solange es noch geht? Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Ich habe es eigentlich für den Valentinstag geplant. Aber warum warten? Ich weiß, was ich will.
Oh nein! Nein! Ich werde Edna einen Heiratsantrag machen. Du Vollhorst! Nein! Oh, richtig. Ich werde bis heute Nacht bei der Expo warten. Da ist es dann auch viel romantischer. Denk dir nur, morgen um diese Zeit werden Edna und ich verlobt sein. Und wir werden von der Wissenschaft gefeiert werden. Das verdanke ich nur dir. Gern geschehen. Was für eine Reaktion. So, was jetzt? Jetzt steht wieder da oben. Okay, Ausgang. Hey, Emmett, ich muss für eine Weile raus. Ich dachte, Edna hätte dich geschickt, damit ich nicht abgelenkt werde. Oh, du schaffst das schon.